Heute basteln wir eine schöne Winterlandschaft. Die ist ganz einfach und schnell herzustellen. Also die könnt ihr auch mit euren Kindern zusammenarbeiten. Und was ganz witzig ist, ich wollte die Winterlandschaft so ein bisschen mit Schnee gestalten, mit Kunstschnee. Ich habe auch welchen zu Hause, weiß aber gerade nicht so, wo ich den gelagert habe. Da habe ich mir was ausgedacht und das könnt ihr auch nehmen. Dann braucht ihr nicht extra Kunstschnee zu kaufen. Ich habe einfach ein bisschen Puderzucker rundherum gestreut. Das sieht auch aus, als wenn es eine Schneelandschaft ist. So, heute basteln wir eine kleine Mini-Winterlandschaft. Dafür brauche ich erstmal hier so zwei Tannen. Dann habe ich Styropor. Ja, Chips oder Röllchen, so sehen die aus. Wenn ihr die nicht habt, könnt ihr auch kleine Papierröllchen euch rollen, so in dieser Größe. Dann habe ich einen Silberdraht, ein Teelicht, da habe ich eine Perlengirlande drum geklebt. Dann brauche ich eine Perlengirlande und dann habe ich eine Sterngirlande gebraucht. Das ist jetzt nur noch der Rest davon, das andere habe ich schon verarbeitet, das zeige ich euch gleich. Die gibt es also auch als Girlanden. Dann habe ich einen Alleskleber, eine Schere und eine Filzmatte, eine kreisförmige Filzmatte. Die hat einen Durchmesser von 20 cm. Zunächst streiche ich hier den Rand dieser Matte oder dieses Kreises ein. Das könnt ihr natürlich auch mit einem Heißkleber machen, aber ich wollte heute mal ohne einen Heißkleber arbeiten. So, es geht ja ganz einfach. Ihr dürft nur keinen Klebstoff ohne Lösungsmittel nehmen. Die kleben wirklich nicht so gut. So, jetzt habe ich es gleich sofort. Hier muss noch ein bisschen. So, dann lege ich die Platte wieder hin. So, und dann brauche ich im Grunde nur die Perlengirlande. So da dran drücken, so, und dann muss ich sie nachher ein bisschen trocknen lassen, damit die schön anhaftet. Den Rest schneide ich ab, so, das muss jetzt erst trocknen. So, das schiebe ich erstmal zur Seite. So, dann nehme ich mir meine Styroporteile. Ich finde ganz schön, wenn die alle so die gleiche Größe haben. Ich steche sie zunächst erstmal, ja, muss ich mal gucken hier, zunächst erstmal hier auf einen Spieß auf. So, ich kann das, wenn ich kleinere habe, trenne ich das hier einfach mit dem Messer ein bisschen ab. So, dann kann ich die abziehen. So, ich habe ja jetzt ein Loch durch den Stab. Da kann ich jetzt den Draht wunderbar durchstecken und die ganzen auffädeln. Ich brauche also so viele, dass ich nachher hier diesen Rand damit ausfüllen kann. So, und das sehe ich dann, wie viel ich aufgefädelt habe, dann habe ich einen großen Kranz davon. Also wenn das nicht so ist, rollt ihr euch Papierröllchen und stecht es vorsichtig mit der Nadel durch. So, das habe ich schon mal vorbereitet. Hier habe ich jetzt einen ganzen Kranz davon, wie ihr seht. Den kann ich hier entweder drauflegen oder draufkleben, wie ihr das möchtet. Ich lege den jetzt einfach mal nur da drauf, dann kann ich nach der Weihnachtszeit das wieder runternehmen und ja, mal anders dekorieren. So, dann habe ich, das soll so ein bisschen so eine Winterlandschaft darstellen. Ihr könnt eine Kerze auch so reinstellen, ohne dass ihr was anderes macht. Das sieht auch ganz schön aus. Aber ich habe gedacht, ich wollte da jetzt mal Bäumchen reinstellen. So. Dieses Bäumchen war wohl in Sturm geraten, das hatte das Schieflage. Ihr könnt alles natürlich
festkleben auch. So. Dann habe ich das Teelicht genommen und habe hier eine Perlenkette. Eine Perle ist hier noch locker, sehe ich gerade. Mit einem Klebstoff festgemacht. Und zwar habe ich das zweimal einfach drum zugelegt. Dann sieht das ganz schön aus. Dann kann ich das Teelicht hier schön einstellen. So, und schon ist meine Winterlandschaft fertig. Also ich habe natürlich hier noch diese Sterne aufgesetzt. Wenn ihr sowas nicht habt, könnt ihr auch noch eine Perlengirlande draufsetzen oder einzelne Streuteile. Das müsst ihr dann selber entscheiden. Also, dies ist eine kleine Winterlandschaft, die ich so ganz schön finde und die schnell und einfach und auch kostengünstig herzustellen ist. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ihr könnt es natürlich auch nur als Anregung nehmen, mit einer eckigen Filzplatte arbeiten und alles das, was ihr zu Hause habt, vielleicht auch mit kleinen Häuschen und sowas gestalten. Ja, ansonsten schaut mal bei meinen Playlists, da habe ich viele andere Winterdekorationen und Weihnachtsdekorationen gebastelt. Da findet ihr bestimmt was Passendes für euch. Ja, macht's euch in der Zeit jetzt gemütlich, bastelt viel, das entspannt. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis bald, eure Angelika Kipp.